Anatoli hier. Heute haben wir quasi wieder in einem kurzen Test, ich hoffe das Format gefällt euch, Mercedes-Benz S-Klasse Baujahr W140. Und zwar das Nach-Facelift-Modell. Und ich kann so einiges über das Auto sagen, weil ich persönlich hatte so ziemlich genau das gleiche Modell mit dem gleichen Motor über mehrere Jahre. Was kann ich zu dem Auto sagen? Ich muss sagen, das ist eins meiner aller Lieblingsautos und ich habe es absolut geliebt. Und zwar dazu gibt es eine kleine Geschichte. Als ich klein war, habe ich sehr ernste ältere Herren mit diesem Auto fahren sehen. Und natürlich wollte ich auch sehr ernst sein und so ein Auto fahren. Und viele Jahre später ist der Traum in Erfüllung gegangen. Und ich erinnere mich noch, damals habe ich das Auto sehr lange gesucht, weil Rost ist tatsächlich ein Thema bei diesem Modell. Genau, also wir fahren hier das 320er Modell mit dem rein 6-Zylinder, 3,2 Liter Hubraum und 231 PS. Ich glaube 320 Newtonmeter. Nach dem Facelift haben wir hier das 5-Gang-Getriebe, was natürlich Automatik. Witzigerweise gab es das Modell sogar mit Schaltgetriebe, allerdings ich wüsste nicht, warum man sowas kaufen sollte. Ja, ganz komisch. Mein Gott. Genau. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, vielleicht fangen wir bei den Preisen, was das Auto überhaupt kostet. Ja? In der Versicherung kommt man relativ billig, weil in Deutschland fahren solche Autos meistens schon ältere Herrschaften, die fast gar nicht mehr fahren. Deswegen ist die Versicherung für das Auto überraschenderweise relativ gering. Steuern könnt ihr selber nachschauen, daran erinnere ich mich auch nicht mehr. Und der Verbrauch. Ja? Also wir haben hier Benziner mit 230 PS, fast 2 Tonnen Gewicht. Und in der Stadt hat das Ding um die 14 Liter verbraucht. Was ich für die Größe und für die Leistung absolut in Ordnung finde. Also das können die modernen Autos dieser Klasse auch nicht besser. Ja? Genau. Und wenn man irgendwohin weit fährt, also so mit gemütlichen 130, hat man einen Verbrauch von etwa 8 Liter. Das ist auch vollkommen okay. Dann, genau, ich weiß nicht. Ja, es ist ein riesengroßes Schiff, ja, obwohl das ist noch die Kurzversion. Und es gibt ein paar Sachen, die quasi das Auto besonders machen. Zum ersten das Aussehen. Ich persönlich, ich liebe es. Es ist eckig, es ist massiv und es ist ziemlich böse. Vor allem, wenn wir hier diese in den letzten Jahren Xenon-Scheinwerfer dabei haben. Oh mein Gott, schaut das Auto böse aus. Und zwar immer noch. Wenn man im Rückspiegel ein W140 sieht und zum Beispiel nur ein 7er, dann der 7er so, ja, okay, und dann so, oh mein Gott, W140, uah! Richtig geil. Also, Vorteil Nummer 1, Aussehen, absolut. Vorteil Nummer 2, das Gefühl beim Fahren. Ich bin auch schon die neue S-Klasse gefahren und es ist klar, komfortabel und alles, aber es ist ein anderes Gefühl. Was für ein... weil, also in diesem Auto, man fährt nicht, es ist wie... Ich weiß auch nicht. Man schwebt so dahin und man spürt einfach diese Masse und es ist richtig, richtig geil und... Also man möchte nicht besonders rasen, man möchte einfach nur entspannt dahin gleiten und ja, sich quasi bestaulen lassen, obwohl ich hier auch getönte Scheiben hatte. Und zwar aus einem sehr guten Grund, weil Vorteil Nummer 3, es ist das zweitbeste Auto, in dem ich je
Liebe gemacht habe. Ihr wisst schon. Es geht hier sehr gut, weil das Auto ist breit und hoch, also für Limousinenverhältnisse. Und wenn man die Sitze, die vorderen Sitze nach vorne schiebt, was man übrigens elektrisch machen kann, und zwar mit Memory-Funktion, das heißt, man drückt einen Knopf und das ist die Kuschelstunde-Variante. Ja? Sehr romantisch hier. Dann hat man unglaublich viel Platz und man kann sich auf den Rücksitzen richtig austoben, und zwar in unterschiedlichen Variationen. Und dann viele sagen, dass das hier der letzte richtige Mercedes ist. Und wisst ihr was? Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil wo ich den hatte, hatte meine viele unterschiedliche Probleme. Ich habe viele Sachen gewechselt und also das war nicht das zuverlässigste Auto und schon vor allem nicht das günstigste, weil die Originalersatzteile von Mercedes sind teuer. Und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Ich habe gedacht, ich bin sehr schlau und kaufe mir Bremsen bei eBay. Und das war irgend so ein Huan Yang Ying Xiong Dung Sheng Shang Shong Bremsding Zeugs. Und dann habe ich die Bremsen gewechselt. Und dann habe ich gebremst und es quietschte. Und es quietschte. So ein Quietschen habe ich noch nie gehört, wie eine Dampflok. Und ich habe alles ausprobiert: alle Pasten, die man dafür verwenden kann, alle Anti-Quietsch-Zeug, bla, Bullshit, keine Ahnung, es hat nichts funktioniert. Im Endeffekt endete ich damit, dass ich nochmal originalen Bremsscheiben und Klötze gekauft habe und sie eingebaut habe und dann war es weg. Das heißt, ob es sich in diesem Auto lohnt, günstige Ersatzteile zu holen, weiß ich nicht. Ich glaube fast nicht. Deswegen, also der Unterhalt, der haut schon ordentlich rein. Und wo ich das Auto hatte, wohnte ich auch mitten in München, mehr oder weniger, und arbeitete auch rund um München und vor allem viel Innenstadt. Und in dieser Zeit habe ich gelernt zu parken, weil diese 5 Meter, 5 mal 2 Meter irgendwo einzuparken ist nicht so einfach. Auch wenn das Auto relativ übersichtlich ist für diese Größe. Also man kann lange, wirklich lange drüber reden. Das Besondere ist wirklich das Gefühl beim Fahren. Also ich weiß nicht. Man sagt ja, dass die Mercedes-Fahrer oder beim Mercedes-Fahren das Herz durchschnittlich ein paar Schläge die Minute weniger schlägt. Und ich kann mir hier das so gut vorstellen. Die Sitze sind wahnsinnig gut, obwohl das schon ein älteres Auto ist. Und das Leder, oh mein Gott. Also das Modell hier hat auch schon 15, 17, fast 20 Jahre auf dem Buckel und man setzt sich rein und es riecht nach diesem dicken, guten Leder. Das ist einfach toll. Und das Lenkrad, das ist so ein typisches altes Mercedes-Lenkrad und das Leder auf dem Lenkrad, das ist so weich, soft. Und oh, ich könnte den ganzen Tag es anfassen und dann bekomme ich... Was auch immer. Und die Verarbeitung ist Bombe. Auch das Modell hier hat 160.000 Kilometer drauf und es quietscht nichts. Genauso meins. Meins hatte damals 100.000, was nicht so viel ist. Aber trotzdem, also da hat auch nichts gequietscht und ich habe mal mit einem Freund versucht, weil ich war ja jung und dumm, also habe ich versucht, eine Musikbox zu installieren und wir haben versucht, das Radio rauszubekommen, beziehungsweise die Mittelkonsole. Und ich meine, wir haben schon so das eine oder andere Auto komplett auseinandergenommen, aber hier haben wir es nicht geschafft. Es ist alles so dermaßen stark verbaut. Mit
vielen deutschen Schrauben. Ist gut. Hält gut fest. Also das ist auf jeden Fall ein Auto in meiner Karriere als Autofahrer, an das mich immer erinnern werde, weil einfach das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wie ein Rolls-Royce sich fährt, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser ist. In diesem Gefühl, in diesem soften, schiffmäßigen Steuern, weil also es ist wirklich sehr weich und sehr, sehr komfortabel, aber das Auto lässt sich trotzdem steuern. Das heißt, es ist kein Vergleich mehr, zum Beispiel so Amis aus den 80ern, wo man einfach fährt. Man kann mit dem Auto etwas schneller fahren. Das macht dann auch auf eine gewisse Art und Weise auch Spaß, weil das ist quasi so, als ob man mit einem Wall ringen würde auf einer Bergstraße. Und das ist witzig. Und der Motor, hier dieser Reihensechszylinder, der hört sich nach typischer R6-Manier an. Also ist eigentlich schön, schön. Ich kann zu dem Auto eigentlich nur sagen, schön. Was ich besonders finde, vielleicht schauen wir uns jetzt mal die ganzen Details an. Weil wenn ich mir Autotests anschaue, dann möchte ich auch immer möglichst viele Details wissen. Und diese Details weiß man erst, glaube ich, als Besitzer oder wenn man mehrere, viele tausend Kilometer gefahren ist. Also, viele sagen, dass der alte Mercedes-Schalter nicht so toll ist. Ich fand den mega gut. Ja? Man hat einen Schalter und er funktioniert perfekt. Es ist genau, der hat die richtige Position. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass Mercedes jetzt bei den neuen Modellen irgendwie einen anderen Schalter verbaut hat, weil dieser Klassiker ist toll. Man kann damit sehr einfach alles steuern. Es braucht ein bisschen Eingewöhnung, aber dann funktioniert es tadellos. Genauso Tempomat, dieser Hebel hier, den man hat, das ist eigentlich die beste Lösung für Tempomat fast, die ich so kenne. Man kann mit dem Auto driften. Das Video dazu verlinke ich euch hier. Außerdem, hier habe ich mal, wo ich meinen noch hatte, ein Video gemacht, das Auto von außen, das verlinke ich hier. Und die Beschleunigung von 0 auf 100, das verlinke ich hier. Das könnt ihr euch auch noch mal reinschauen, vor allem das Auto von außen, weil das ist schon, es ist es wert. Gut. Dann, wenn man hier in diesen tollen Sitzen sitzt, hat man halt diesen Stern vorne und das hat schon was, das hat schon was. Dann haben wir hinten die Kopfstützen, die sind jetzt leider eingefahren, aber es ist sehr witzig, wenn irgendjemand auf den Kopfstützen schläft, dann drückt man hier einen Knopf und dann weckt man den ein bisschen in Panik auf. Das ist unterhaltsam. Genau. Dann. Kofferraum ist groß. Ja. Das Auto hupt man auch nicht an. Nee. Gut, was gibt's noch Besonderes? Also ich weiß nicht. Ich weiß, dass alte S-Klassen sind so nicht so super beliebt als Sammlerobjekte, was ich auch nicht so ganz verstehen kann, weil, okay, ich kann es doch verstehen, es ist groß und wurden viel gebaut und bla bla bla, aber also das Auto, ich glaube, das wird in 20 Jahren ein richtiger Klassiker sein, vor allem mit der richtigen Motorisierung als 7,3 Liter AMG oder so. Apropos, wusstet ihr das? Ich fahre jetzt übrigens Bordstein und Merkensko. Wusstet ihr, dass der Pagani-Motor, ja, der stammt aus einer W140 S-Klasse. Ja. Und wusstet ihr, dass wo das Auto rausgekommen ist, mussten sie den Zug, der auf die Sylt fährt, verbreitern, weil das Auto so breit und groß war, dass es gar nicht drauf passte. Nein, jetzt wisst ihr es.
Wusstet ihr, dass das Auto, wie ich sie nenne, Panzerscheiben hat? Die sind so dick. Ja. Ja, ansonsten, es ist, also man muss es wirklich mal erlebt haben, weil, und zwar als Fahrer. Das ist zwar ein Auto, das für die Passagiere gedacht ist, aber ich glaube, am meisten Spaß hat der Fahrer, weil dann hat man dieses Cojones. Ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mal so ein Auto zu fahren, macht das mal einfach, auch wenn ihr kein Mercedes mögt, weil es ist schon was Besonderes und es ist ein Stück deutschen Ingenieurswesenkunst aus der Zeit, meiner Meinung nach, wo die besten und technologischsten und irgendwie abgefahrensten Autos herauskamen. Also ihr müsst euch das mal reinziehen. Die besten Evos kamen in dieser Zeit. Nissan GT-R, keine Ahnung. Also in dieser Zeit gab es sehr viele sehr coole Autos. Und das ist auf jeden Fall ein Auto, das mich sehr beeindruckt hat. Und vielleicht irgendwann hole ich mir noch ein W140 im perfekten Zustand, importiert aus Japan, mit einem 7,3 Liter V12. Ach, wer weiß das schon. Kann ich das Auto empfehlen? Wenn ihr ein Fahranfänger seid, auf keinen Fall. Wenn ihr selber schrauben könnt und eine Werkstatt und Zugang zu allem habt und das Auto in einem super Zustand erhalten wollt, dann ja. Ja, macht es. Die Welt wird es euch danken. Okay. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Abonniert, kommentiert und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gern. Bis dann. Peace and out.